Beste Gameplay? Beste Gameplay, nein, soll, okay. Hervorragend. Hervorragend, there it is. There it is. Lass mich nur mal kurz den. Oh, mein Controller anschließen! Nein, Silk Songs. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Weil das sah ziemlich cool aus. Und die ersten beiden Spiele von Red Candle Games waren alles Banger. Bisher, was die gemacht haben. Alles Banger. Beim letzten Mal sogar so gebankt, dass das Spiel aus allen Stores rausgenommen werden musste, weil China gesagt hat, das geht zu weit. Das dürfen wir nicht. Story Mode. I sleep, real shit. Ja, erst danach. Alter! Das war aber Gong, um das Hirn matsch zu machen. Dafür hole ich mir noch ein Eis. Eins Eis, bitte. Ich bin halt mal, vor allem, weil sie halt vorher keinen Action-Titel gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Entwickler selber an anderen Sachen schon mal gearbeitet haben. Aber wie gesagt, Devotion und Detention waren ja beides Horror-Titel. Ist es ein Poloch im Titlescreen? Maybe. Müssen wir die Entwickler fragen. Nicht, dass sie deswegen das nächste Mal wieder verbannt werden. Alter, wie das einfach echt so das Hirn zeigt an der Seite. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da merkst du, dass das Horrorentwickler sind. Dass dieser, oh, unser cuter Furry fällt runter. Zack, erstmal die ganze Hirnmasse, die gezeigt werden muss. Cooler visueller Effekt. Ich hatte das auch damals kaum mitgekriegt, weil das ist ja scheinbar, war das gekickst, es war auf jeden Fall gecrowdfunded. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Indiegogo oder Kickstarter oder so war, aber ich habe das damals gar nicht richtig mitgekriegt. Vor allem, das waren gar nicht mal so viele Leute. Ich glaube, das waren unter 10.000 Leute, die das Spiel insgesamt finanziert haben. Vor allem, ich glaube, ist Red Candle Games auch nicht super klein? Sind das nicht auch nur irgendwie so ein paar Leute? Red Gandle Games. How many employees? My cheese. 12 insgesamt. Komplettes Dutzend. Ein Dutzend. Das ist schon insane, muss ich sagen. I knew you were here. I could smell your cooking from way out here. Out there. Das kann ja weder gut oder schlecht gemeint sein. Snacking on grilled fish again, are you? Numbucky, boss. Aren't you excited for dinner tonight? The auntie next door taught me how to make garlic noodles yesterday. Alter, was? Was? Garlic Noodles? Was ist das denn? Das klingt geil. Das klingt voll geil. Garlic Noodles? Knoblauchnudeln? Oder ist das einfach so Aioli-Kram hier? Oli-Oli. Oli-Oli. Spaghetti-Oli-Oli, wie ich immer sage. Garlic Ice Cream? What the fuck? I just hope it'll be seasoned normally. You don't need to prepare my portion. Don't worry, I won't let you down. Alter, bei Yannick in der Familie gibt's einen Motherfucker, der packt sich einfach so krank Salz auf das ganze Essen drauf. Und ich bin so das komplette Gegenteil. So, Salz ist wirklich das, was ich am wenigsten an mein Essen dran tue.
So, mein, die Ratio bei mir von Salz zu Pfeffer ist so 1 zu 20. Spaghetti-Eis, jawohl. Stell dir mal vor, einfach noch so Olivenöl, Chili-Flocken und Knoblauch drüber. Das Beste sowieso einfach erstmal Spaghetti Bolognese und dann Spaghetti-Eis als Nachtisch. Aber Spaghetti-Eis schon geil. Das ist genauso wie, ich finde auch so Pinocchio-Eis. Ich finde das kacke, dass das einfach so als so, oh, das ist das Kindereis. Und so, fuck off. Fuck off. Pinocchio-Eis, geil. Spaghetti-Eis, geil. Oh, kann ich da nicht in die Suppe rein? In das Wasser sterbe ich? Ich kann gar nicht. Okay, das heißt, ich habe 1, 2, 3er-Kombo. Ich glaube, ich kann immer noch ein bisschen leiser machen, glaube ich. Okay. Wenn ich nach unten und so, macht's keinen. Okay, Schultertaste ist Dash. Und du siehst immer, dass du dann so kurz immer aufgeladen bist, dann kannst du den wieder machen. Okay. Face Buttons, das scheint, glaube ich, ich nehme an, das ist so ein Block oder Counter. Aber du kannst auch so 1, 2, 3. So, der geht einfach automatisch die Höhe durch. Und RB macht nichts, okay. Habe ich Doppelsprung? Nein. Man muss direkt gucken, ob irgendwas da drin ist. Direkt mal nachgucken. Anders geht's nicht. Oh, das ist aber sehr flott, wie ich hier gerade den Doppel. Das war wie so ein Doppelsprung gerade. Ja. Das ist sehr cool. Okay, was gibt's hier? Dead person's note. I found the exit, but there's no way to go back now. Okay, sounds like a skill issue to me. Bombe, ich weiß bei dir leider nicht, ob du das ernst meinst oder nur als Joke. Öl auf Eis. Das ist so, Jamie Oliver, heute zeige ich euch gesundes Eis. Und das Eis dann extra aus irgendeiner komischen Scheiße, so bloß keine Kohlenhydrate und dann am Ende einfach noch so in Olivenöl ertränken. One day the noble swordsman passed by the stone. Okay, I don't care. I don't care about the noble swordsman. Or passing off the stone. Bisschen was anderes, aber ja. Das sind legitime Foodtrends. Olivenöl auf Eis. Was? Ich muss mal das nächste Mal, wenn ich mir McFlurry hole oder einen McSunday, statt der Schokosoße, frage ich mal, oh ne, ich hätte gern Olivenöl auf meinem McSunday. I thought I'd be some in the Forbidden Cave, but I haven't seen a single one. Where are you, Crimson Hibiscus? A Crimson Hibiscus? Is that the flower you've been fussing about? Yeah, that's the flower they're used for the ceremony, according to the shaman. Shaman? Shaman? Ich weiß gar nicht, wie du das im Englischen sagst. Shaman. The bigger the flower. Hm. Oh, Shaman, ne? Shaman King? Shaman King? Ich habe keine Ahnung. There's one right up there. Aber ich kann da hochklettern. Japaner, wenn du ihnen die langweiligste Scheiße auf Erden erzählst. Also heute Morgen bin ich aufgestanden. Hold on, how did the boar get all the way up there? Nani? Ja, aber das ist, Alter, dieses, das war auch damals meine Japanisch-Professorin. In Japan, die dann auch so, du hast dann, der einfach irgend sowas random erzählt. Und jedes Mal, wenn es irgendwie so einen, ich will nicht mal sagen, einen leichten Twist in der Story gab. Aber halt irgendetwas so, oh ja, dann, ne, ich wollte mal heute Morgen eigentlich Frühstück machen und dann waren aber keine Eier mehr da, habe ich ganz vergessen. Und dann. Und
du kannst das halt irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Du kannst es einfach nicht mehr ernst nehmen, wenn das gesagt wird. I got the flower for you. It's fine, you really don't have to. Are you really gonna go get it? Yes. Immer diese Dialoge in meinen Action Metroidvania. Ist halt einfach die Fresse. Lass mich einfach deinen Kack suchen. Kann ich hier lang? Nein. Okay, das heißt, an dem Grün kannst du einfach lang gehen? Ah! Okay. Ich finde die Farben voll geil. Ich hoffe nur, dass das Level-Design nicht so rechteckig ist wie bei. Okay, ich nehme an, da kannst du. Kann ich da jetzt schon was dran machen? Ah, okay. Nicht so rechteckig ist wie bei Hollow Knight. Was ja, das hilft dir natürlich dabei, das Spiel dann auch fertig zu machen mit einem kleineren Team. Aber es beschränkt natürlich auch so ein bisschen das Level-Design. Oh ja, hier sitzt es auch so ein bisschen an der. Alter, was hat denn der für Dick-Veins? Grüne Snickers. Woke Mars taking away the dick vein. The Snickers dick vein. Nice. Also schön kräftige Geräusche auf jeden Fall. Gut, dass überall jemand. Oh, komm her. Before I get bored. Okay. Macht mir gerade überhaupt irgendwas Schaden? Nee. Crimson Hibiscus. Einfach umgenutzt. Einfach das Vieh umgenutzt, weil ich meinen scheiß Tee haben wollte. Ja, okay, nehme ich an, komme ich noch nicht durch. So, ja, so ein. Das Gas-Meme-Bild, aber einfach nur mit Obelix. So ihn so nachgezeichnet. So, oh, du. Du schlägst die Wildschweine, weil du Teeblätter haben willst. Ich, weil ich sie essen möchte. We are not the same. Bist du noch hier? I hope you didn't get hurt. That boar was huge. Don't push yourself too hard. It was only a year ago when you still needed my help to walk, remember? Here. Wow, fuck off, kid. Nur weil du größer bist. Given time, even the prettiest flowers wilt. Oh, wir spielen Edgelord. Voll geil. That's okay, at least we're here to see it, even if I won't be for long. I don't really see the meaning behind all this. Oh, geil. Oh, geil. Oh, my favorite character. Und beim Ende vom Spiel lerne ich dann die Macht der Freundschaft. Ich liebe es. Einfach Twaby. Gegnerische. Alter. Und die Monster bei Nine Souls, die haben richtig krasse Dick Veins. Sehr cute. Die Sache ist, es ist cute, bis du das irgendwie jeden Tag deines normalen Lebens bei jeglicher Sache hörst. Und das teilweise sich dadurch auch so ein bisschen condescending anfühlt, weil es bei allem dann gedroppt wird. This festival market is so lively. Look, every household has dried meat and someone's even brewing wine. We've had bountiful harvests for 2 years in a row since you arrived. You've pretty much become the village's official good luck charm. They're just coincidences. I am dark and broody. Ah, don't say that. When you helped the elders with the rat infestation, we were all talking about how fortunate we are to have you around. Also, praise be to the souls for blessing the Peach Blossom Village and ensuring that we are all fed and clothed. If there's nothing else I need to do, I'm gonna go back to dry the fish. Das ist Umgangssprache für Masturbieren. Stay for a bit. You should check the chance to check out. Was? You should. Also. Should take the chance to check out the stalls and mingle with everyone, yeah. Eh?
Nanny? Leave the fish to me. Catch you later. I am dark and broody. And I don't need no booty. Alter, die Farben, ich muss aber sagen, die Farbpalette von dem Spiel. Oh, extremst nice. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Spiel kenne, was eine ähnliche Farbpalette hat. Also vor allem mit dem Tonus da drin. In the old days, when our ancestor lived in... Ich wollte gerade zuerst Trash lesen. Lived in the Trash Wilderness. They had to endure the bitter cold and the onslaught of savage predators. Unable to bear watching us humans suffer, the 10 merciful souls descended from the heavens. Oh, aber das Spiel heißt Nine Souls. At first, some were ignorant and raised their swords towards the souls. Those fools were met with divine wrath and their bones were ground to dust. Those who were pious and reverent followed the souls to a land outside the 99 heavens. Ist das da, wo die 99 Knights wohnen? A paradise where everyone could prosper. The all-knowing and all-powerful souls bestowed their wisdom upon us, teaching us about the truth of all things. When the peaches ripen for harvest, the souls will select several of us for a great privilege. The privilege to get fucking murdered. Those fortunate enough to be chosen will live the rest of their lives among the divine souls. Ja, wahrscheinlich nachdem sie geopfert werden. This looks a bit like a dick. Ah, no. Sollen dem so Hörner oben wachsen oder sind es einfach so zwei fette Tumore? What the hell you looking at? Beat it. I don't want any part in this dumb festival. You don't look much wiser yourself. I didn't say anything. Trust me, that look in your eyes told me plenty. Blah. Curse this damn ceremony. One day I'll show everyone what's really... never mind, you wouldn't get it. Please, old man, show me your memes. Character bio. No silent! Wir sind auch so Eichelfische hier im Hintergrund. I see a through line with the design. You're back, did you see anything interesting? I cleaned up that crimson hibiscus you got me earlier. I'm gonna sew it onto my clothes later. It's not a rule, but those who are chosen usually wear a flower. It makes you look a lot cooler when standing up there. Is this something to be happy about? Of course! I'll be seeing my mom and dad soon. sind die Eltern auch schon im Afterlife? Und Sohnemann wird nachgereicht? I wonder if they'll notice that I've grown taller. Let's head inside, I'm hungry. Der Rest dieses Streams einfach nur noch Björn mit japanischen Tim Allen Grunts. Weißt du, wenigstens eine gute Sache, die Tim Allen dieser Welt hinterlassen hat, neben seinem Forum. Obwohl ich das tausendmal besser finde als die normalen Grunts sind relativ schnell langweilig, aber dieses das ist unsterblich. Wer immer sich dafür entschieden hat, an das Ende vom Home Improvement, na also hör mal, wer da hämmert, das mit in den Titelsong reinzupacken. Muah. Ich glaube, das ist 90% der Grund für den Erfolg der Serie. Das ist einfach nur das ist wie dieses Jahoi von Goofy. Das ist so 90% des Charakters. I'll be leaving in a few days. Will you make sure to eat properly when you're on your own? Remember, the rice is stored in the balls. I'm sorry. The rice is stored in the bin and the fruit on the table should be eaten before it dries out. Mm. Stop worrying. Ayo! Well, don't forget, okay? I probably won't be able to send letters back to you once I'm living with the salt, you know? It's sad to think I won't have anyone to bicker with anymore. Aren't you scared?
I'm going somewhere I've never been before. Of course I'm a bit scared. If you're scared, then don't go. Huh? I have to. Being chosen by the salts is a blessing. Besides, I've always had this feeling that one day I'd have to part ways with you. Ye. Gut, dass es mit I ist und nicht mit E. Nothing is predetermined. You make your own destiny. Don't get caught up in superstition. You might be right, but parting isn't necessarily a bad thing. I ran through the Forbidden Cave for the first time when Mom and Dad left. That's where I met you. Who would have thought that playing a flute would make someone pop out of that stone? If you say so. Was ist das Tim Allen Forum? Sag mir bitte nicht. Nein! Tim Allen hatte auf seiner Webseite ein eigenes Forum, wo er auch gepostet hat. So in den frühen 2000ern. Wo er dann auch so über so Religion und das Leben nach dem Tod und so drauf sinniert hat. Voll geil. But since I'm leaving soon, can you grant me one request before the ceremony? What is it? That story you were telling me about the man fighting the flood. Tell me how it ends. Did he make it home? He didn't, did he? Okay. Aber ja, Tim Allen ansonsten auch so ein langweiliger Konservativer, der genau wie Jerry Seinfeld momentan. Oh, Comedy ist tot, du darfst gar keine Witze mehr machen. Wegen der PC-Woke-Crowd. Und dann so, Bro, du hast einfach nur einen beschissenen Film, einfach nur einen beschissenen, unlustigen Film gemacht. Der wahrscheinlich in 10 Jahren wieder zu Tode gememt wird, wie B-Movie. Also ich freue mich einfach schon, wenn Leute in so 10, 15 Jahren das, wie heißt das, Untoasted, Frosted oder so, der scheiß Film, den er auf Netflix gemacht hat über die, keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, wie die Scheißdinger heißen. Und dann so in 10, 15 Jahren das einfach wiederentdeckt wird und Leute das dann so ironisch zu Tode meme wie bei B-Movie, darauf freue ich mich. If you skip out on tonight, you will have to wait another 2 years for the next harvest. I know. How's the security at the Ape Man facility? The Ape Man facility, was? The system indicates that they are currently on lower lad status. There are only a handful of guards on patrol. Please excuse my concern, but if the alarms are triggered, the situation may become untenable. By the way, do you have your mystic nymph on you? I have it with me, but it won't fly. Only parts of it are working in order. It's been too long since I recharged it. That is a pity. It has had enough power, you could make use of that Mystic Nymph's scout mode for... Let's reconcile? Okay. Your body has just made a full recovery after all, so it might be best not to throw caution to the wind. It wouldn't be too hard to just leave a trail of bloodshed. Certainly. Your humble servant has never doubted your martial power, prowess, Lord Yi. Proceed as you wish, and may fortune favor you. Fortune's favors the bold, I guess. Ah! Oh! Does... Finally showing your true colors, eh? I could see everything you were doing. You're just seeing things. You think you can fool me with that stupid hat? You take me for one of those morons over there? When a man talks to himself, he's not talking to those who are watching. Watching? Don't think I haven't noticed. I've seen those bizarre statues glow in the middle of the night. Whenever I cover them up with cloth, the mysterious wind blows them away. I know the truth from the very beginning. Those statues are possessed by demons. Demons don't exist. They're merely delusions of fools. Ich hoffe, wann auch immer das Ding verfilmt wird, dass dieser Charakter, das Shenong, von Danny DeVito gespielt wird. Pop-Tarts, das ist es, ja. Pop-Tarts heißen die Dinger, genau. B-Movie an... Is it underrated? Is it underrated? Also dafür, dass der Film nochmal so an Relevanz gewonnen hat,
finde ich nicht wirklich, dass er underrated ist. Ich glaube, der ist genau da geratet mittlerweile, wo er hingehört. This place isn't a paradise. There are no gods, and I sure as hell do not know who came up with all that mumbo jumbo anyway. Admit it, you probably know a thing or two about all this. Memes translaten nicht in Relevanz? Fine, you keep your secrets. I'll prove I'm right in front of everyone's faces one day. Wow, firecrackers! Deutscher an Silvester. Seinfeld wählt Lips. Seinfeld datet auch, groomt auch 17-Jährige im College, als er 37 Jahre oder 38 Jahre alt war. Keine Ahnung, ob Tim Allen das gemacht hat. Vor allem ist es einfach so lustig, wie Seinfeld krampfhaft versucht, mit diesem dummen Geschisse irgendwie Relevanz zu bekommen. Während sein Film einfach dahin floppt. Und auf der anderen Seite Larry David. So, you doing him? Die kompletten Jahre nach Seinfeld einfach eine Banger-Staffel Curb nach der anderen rausgehauen hat. Und dieses Jahr, nee, war es dieses Jahr oder Ende letzten Jahres, das Serienfinale auch hatte. Tim Allen hat am College mit Koks gehandelt. Based. Oh, was passiert denn jetzt hier? Hat er einen Pokéball aufgesetzt bekommen? Wurde jetzt so der Kopf abgetrennt? Oh mein Gott! Oh shit! Ja, das ist definitiv ein Red Candle Game. Das ist definitiv ein Red Candle Game. Boah, Alter, das wäre so lustig, wenn es irgendwie so ein paar Kiddies gibt, die das Spiel kaufen, weil, oh, hier, Funny Furry Man. Und dann einfach instant verstört werden. Oh, ist voll geil. Ich wusste gar nicht, dass das so fucked up ist. Komm, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Töten die jetzt wirklich direkt das Kind? Thank you for taking care of me these past 2 years, ye. Time for me to go. To go Gadget Kopfabtrenner. Oh, he's gonna fuck him up. To attach talisman? What? Ich mag die Comic Panels beziehungsweise Manga Panels sehr. Vor allem so als Overlay oben drüber gelegt. Oh Gott, spare us from your wrath. What's happening, Yi? The Yi you know is a lie. But you're the only family I have left. Wait, I don't understand. What was that? Why are you... Wait, where are you going, Yi? Jetzt zieh ich mir selber den Helm auf. Hold to hack the planet. What the fuck? The fuck is happening? FSK 6 hier einfach. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ist das? Was ist das USK-Rating von dem Spiel? Oh, ich hab doch gesagt, das ist für... Oh, Tennisball freigeschaltet. Hold to detonate Talisman? Ich wünschte, die würden halt so richtig in den Blutspritzer noch reingehen. Und das links Checkpoints dann? Use your medicine pipe. Ja, medicine pipe. Sure, buddy. It's your medicine pipe. Oh, voll geile Animation.
status. Flipping the finger. Medicine pipe. Key blast. Hold down RB to generate an explosion by charging a talisman with up to 3 key charges. All talisman charges inflict internal damage upon impact. Talisman explosions convert all internal damage into direct damage. Okay, und dann oben rechts, das scheint mein Geld zu sein. Nein! Skillbaum! Okay, I mean, maybe it's not so bad. Vielleicht sind das ja tatsächlich, okay. Deflect certain projects, das sollte mandatory eigentlich sein. Breathing exercises, taking a breather to recover internal damage after precise parry. Ja, es ist einfach, okay, das ist nichts wirklich. Inflicts increased damage when striking enemy from behind. Lame. Increases maximum key charge capacity. Lame. Hold down RB. And release it to control the length of talisman detonation time. It will determine key charge usage and explosion damage. Okay. Ist es auch irgendwas, wo ich halt wirklich einen richtigen neuen Skill bekomme? To quickly dash and get you back up on this. Es ist halt alles so Standardkram irgendwie, leider. Ich meine, es sind zumindest Sachen, die helfen, das auf jeden Fall, aber es fühlt sich halt wieder an wie, oh, wir haben hier dir dein cooles Moveset weggenommen, damit wir dir dann Sachen wieder hinzufügen können, ne? Wie das so bei, auch bei, Stellar Blade der Fall ist. Naja. Integrity Pipe, oh boy. Kann ich es einfach so auch anwenden jederzeit? Nice. Das ist eine coole Kombo. Kann ich das eigentlich immer nur nach einem Block machen? Ich mag die, ich finde die Animation richtig cool. Erstmal. What? Bloody Crimson Hibiscus? A Crimson Hibiscus soaked with a villager's blood? Apemen are harvested at regular intervals in the livestock area where their bodies are then dismembered and sorted. Flowers and clothes are usually mixed with the rest of the useless parts and disposed of. The fuck? Kann ich das immer weitermachen? Einfach jetzt Geld farmen. Unendlich Geld farmen, ja, okay. Das wäre ein bisschen langweilig, aber. Okay, bei Blocken nehme ich noch normalen Schaden. Kann ich die kontern? Na verdammt, komm, schieß nochmal drauf. Kommt ein bisschen langsamer raus, als ich gedacht hätte. Ah, okay, ich kann sie. Aber okay, ich kann sie ohne Schaden tatsächlich abblocken. Perfekt getimed, aber die werden jetzt nicht irgendwie zurückreflected oder so. Und dadurch lädt sich dann das hier wieder auf. Okay. Das heißt, ich muss kontern. Weil durch normale Schläge scheint sich das nicht aufzufüllen. Aber wenn ich dann. Okay, es reicht auch nur, das zu blocken. Okay, alles klar. Ja, ich krieg gerade einfach nur. Das ist kein Problem. Ich krieg gerade ein bisschen auf die Fresse, weil ich das noch ein bisschen am Austesten bin. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das so Sci-Fi-lastig wäre. Das ist ja geil. Alter, bei der Thematik könnten wir das ja fast bei Ingrim besprechen. Das geht ja wirklich als Horrorspiel durch. Penny! Oh, ich weiß nicht, ob er sich das schon angesehen hat, aber das muss ich dem echt mal. Aber die Sache ist, wir haben jetzt schon die nächste Folge festgelegt. Okay, Unblockable Attacks, das sind dann. Ah, fuck, da bin ich zweimal durchgegangen. Ja, kein Ding. Ich starte aber wahrscheinlich wieder komplett zurück hinten, ne? Ja, ist kein Problem. Skill Issue. Spiel wäre besser mit Party Girl. So, okay, was passiert jetzt? Okay, jetzt wird der.
tot kontextualisiert. Dann haben wir das auch nochmal gerade gehabt. Das ist ja... Aber ich kann nicht, du kannst nicht in der Luft dashen, das geht nicht. Vielleicht noch freischalten. Crow Cunty. Ich mag, dass du auf das Geräusch hören kannst. Ne, du musst eigentlich die Taste drücken, sobald das... Ne, du machst so... Und dann drücken. Das ist ziemlich cool. Gerade wenn vielleicht dich mehrere Gegner angreifen, du kannst so auf das Geräusch auch noch zusätzlich achten. Das hilft dir dann dabei, ne? So ein bisschen Bayonetta-Style. Was ist das? Ich will gerade lesen. Warte. After... It's attached... Achso, okay. Keep holding. Okay, alles klar, gut. Party Girl, weil sie das eine Girl in der Party ist, aber eben waren sie eine von drei Girls in der Party. Okay, was? Was ist das? After... Okay. Hast du hier auch einen? Ah, okay, das ist auch wieder ein Geräusch. Ah, okay. Es könnte dazu führen, dass das ein bisschen zu redundant, dass es dann... Wenn das halt immer gleich ist, könnte das es ein bisschen zu einfach machen. Theoretisch, müssen wir mal. Aber ich bin eigentlich immer ein großer Fan von Sound Cues. Kannst du auch von hinten machen, wenn ich. Okay, nee, ich muss richtig umgedreht sein. Okay. Ich meine, bei einem 2D-Titel eigentlich ziemlich, dafür, dass du dich auch so schnell umdrehen kannst, ist es eigentlich ganz gut, dass es noch so als zusätzliche Stipulation noch drauf sein muss. Become flowing water and allow stillness to overcome motion. Splendid. Genau das war mein Plan. Das war das alles, was ich damit ausdrücken wollte. Auf USK finde ich kein Rating, bei Steam steht halt 6 for Germany. Das ist mega funny. Bitte allen 6-Jährigen in eurem Umkreis dieses Spiel giften. Warte, ich kann eigentlich Dingens ausmachen, glaube ich auch. Operation Raccoon City werden wir heute auch nicht mehr spielen, glaube ich. Was? Das ist schon gut. That's pretty good. Ich mag auch, dass es gut, gut zu lesen ist, wie der... Na, an welchen Wänden du dich auch so lang kratzen kannst. Dritter Schlag macht auch deutlich mehr Schaden. Dann hast du auch eine Incentive dafür, die Combo zu beenden. Basic Stuff, aber immer ziemlich gut. Geil wäre es noch, wenn du irgendwie... so Dodge Offset hättest dann. Bei sowas. Wenn ich dann dodgen kann und dann könnte ich noch die Combo halten. Zumindest jetzt gerade, wie ich es versucht habe, hat es nicht funktioniert. Yeast, Jin and Experience fall onto the battlefield if he dies, giving him a chance to retrieve them after he is reborn. Is this a Souls-like? 1, 2... 1, 2. Nee, leider nicht.
Doch, wenn, du musst nichts Besonderes drücken, du musst einfach nur schnell genug sein in der... Du musst halt ein bisschen... Ja, dann geht's noch. Geht's auch umgedreht, wenn ich 1, 2... Ja. Du musst nur quasi während des Dodgens dann schon drücken, dass der Angriff ein bisschen gebuffert wird. Oh, das geht. Nice. Ist einfach geil, dieses... Oh, du bleibst auch... Da oben war's, ne? Du bleibst auch einfach dann so danach stehen, wenn du das aufgeladen hast. Auch was. Okay, bei 2 Leuten doch noch ein bisschen aufpassen. Erstmal ein bisschen taking a hit. Kann ich von... Oh, ich kann noch von hier aus auch noch blocken, nice. Oh, scheiße. Okay, Timing lernen. Nice. Ich glaube so Level Design ist das einzige, worum ich mir ein bisschen Sorgen mache. Plus halt, dass du die die One-on-One-Encounter halt relativ sich dann halt schnell solved anführen. Das ist so das Standardding dann eben immer mal so, okay, einmal zuhauen und dann, boah, fuck, locken. Ne, das ist dann schon interessanter, wenn einer dazukommt. Und vor allem, wenn er scheinbar in die einfach da reinläuft. Oh, fuck! Ich dachte, ich könnte schnell einen Schluck trinken oder so. Warte mal, kann ich denn jetzt schon eins... Weil dann kann ich ja jetzt einmal kurz hier wieder resten gehen. Oder? Nee, resten... Ach nee, resten war da hinten. Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Die beiden Hits, die brauche ich auch nicht mehr. Ich hau mal ab für heute. Aber Bombe, es wird doch nachher erst richtig interessant. Oh, du kannst doch nicht vor den Showcases. Das Problem hierbei ist, dass ich das so gut finde, ich könnte das einfach problemlos bis zur Showcase weiterspielen. Aber ich wollte eigentlich auch noch die anderen Titel zeigen. Ich glaube, das ist auch erstmal. Ich glaube, das ist erstmal nur auf PC auch rauskommt, ne? Ich meine. Oder? Ich glaube, eine andere. Eine Konsolenversion davon ist bisher noch nicht raus. Ich wollte mir eigentlich noch Umbra Claw ansehen, aber da habe ich keinen Code für gekriegt. Weil das ist nämlich auf allen Systemen rausgekommen. Das sah ja auch cool aus. Das war ja von Inti Creates. Alter, Mai. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals so einen guten Monat für Spiele gab wie den Mai. Also das ist so, ja klar, du wirst dann auf AAA und bla bla bla, ja, das fehlt jetzt, aber get fucked wirklich. Also was dieses Jahr einfach so an Goat, was jetzt im Mai einfach wirklich so an... Das könnte in jedem Jahr, könnte das so easy Goaty-Kandidaten sein, die diesen Monat rausgekommen sind. Triggered system-wide alert to make matters worse. The 9 souls could now be awakened even earlier. Doesn't matter. My actions were bound to draw attention sooner or later. I have prepared for the worst. Supposing that is true, why then did you intervene so early? That wasn't part of the plan. Was it for that ape-man child? Don't question my judgment. Just do your job. Oh, of course. Please forgive my apprehension. It is just that all our calculations have been thrown into disarray. In any case, please reach the predetermined safe zone as swiftly as possible. Exercise caution above all else. Ape-man! No, not the ape-man! Oh! Oh, infinite structures in the background, real shit. Crimson attacks cannot be parried normally, but can be dodged. Okay, cool. Das haben wir herausgefunden. World map? Okay.
Ape-Man Facility. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so einen. Ich habe mir halt nicht so viel dazu angesehen, deswegen keine Ahnung, wie offensichtlich das aus den ganzen Trailern waren. Aber ich hatte das nie so stark mitbekommen irgendwie. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Ja, also von mir. Ich hoffe, ich habe die Zeit dazu, das weiterzuspielen. Ich hoffe wirklich, ich habe die Zeit dazu, da weiterzuspielen. Schade für mich einfach, dass es am PC ist. Ich hätte gerne eine Swatch-Version davon. Ich habe keine Ahnung. Ich meine nicht, dass ich einen im Store gesehen hätte gestern. Sehr, sehr gerne eine Swatch-Version davon. Super cooles Ding. Ja, mega bisher. So kam es